von Elli die Mutter. Wer ist Elli? Das ist die Ex-Freundin von Simi, aka Simex. Also auf jeden Fall. Es ist erstaunlich, wie viele Personen über mein Video sich lustig machen müssen. Haben die wahrscheinlich nichts Besseres zu tun, als Reactions machen und Kommentare zu geben. Also hat er kein eigenes Leben. Meine Güte. Es gibt gerade ein Angebot. Kauft euch ein Leben. Und die ganzen Jungs werden den Computer so traurig sehen. Wo kann man sich ein Leben kaufen? Ich frage jetzt einfach mal an der Stelle nur. Wo kann man sich das kaufen? Hat da jemand irgendwie... Hat da irgendjemand eine Info oder so? Ich frage jetzt einfach mal. Hätte ja auch eine Freundin dazu geschenkt. Dann seid ihr beschäftigt. Okay, ich kann damit... Gut, ich kann damit nicht mehr gemeint sein. Ich habe seit fast 12 Jahren mittlerweile eine Freundin und bin in einer festen Beziehung. Ich bin definitiv nicht gemeint. Ich möchte nochmal sagen, Leute, damit bin definitiv ich nicht angesprochen. An alle YouTubers, wer meinem Video reagieren habt, mit Ehre, mit Niveau, ich sag danke. Tante Shanti, danke nochmal für deine Interview. Das war in Ordnung. Und du bist sehr sympathisch. Definitiv. Ein irre Mensch. Solche Junge sollten YouTuber machen. Applaus. I agree, Max. Mein Instagram sage ich dir, aber nicht publik. KuchenTV, du bist auch ein ganz netter. Natürlich muss ihr mich kritisiert. Ihr macht nicht die Reaction umsonst. Klar. Aber mindestens hat ihr mit Respekt gemacht. Mastako, die beste Reaktion. Du und deine Frau sind die Besten. So süß gemacht. Richtig. Danke. Es ist. Sag bitte deine Frau, ich mag sie auch. Die ist toll, hübsch. Und du hast mich so viel zum Lachen gebracht mit deinem Video. Wirklich. Dankeschön. Chef Strobel. Aiko. Chef Strobel, Junge. Ist 11. Ja, nächste Reaktion, bitte nimm mich auseinander. Aber der ist ein Kind. Aber trotzdem. Genau, Chef Strobel, Junge. Lass die Kinder in Ruhe. Du lässt das jetzt sein, Chef Strobel. Vor allen Dingen mit dem Baller. Immer auf die Kinder. Ich höre immer wieder über Chef Strobel, dass der auf die Kinder geht. Der will die Kinder zusammenschlagen. Chef Strobel, verdammte Scheiße. Was soll das denn? Lass die scheiß Kinder jetzt endlich in Ruhe, Mann. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Chef Strobel. Andauernd, ich höre es von allen Ecken immer wieder hier, Chef Strobel und die Kinder. Was denn? War auch nicht ohne Respekt. War in Ordnung. Arian auch. Dankeschön. Erik. Also, aber von alle, die schlimmste Reaktion finde ich von Fettsack. Meint die mich mit Fettsack? Was? Sie nennt mich einfach Fettsack oder was? WTF? Sie meint einfach mich oder was? Mit Fettsack? Sie sagt schlimmste Reaktion von Fettsack? WTF? Bin ich damit gemeint oder was? Hä? Was habe ich Schlimmes getan, Junge? Ich habe nur meine Meinung gesagt. Ich werde direkt hier als Fettsack abgestempelt. Ja gut, stimmt ja auch ein bisschen, ne? Muss man ja sagen. Der Name passt dir wie gegossen. War wirklich alles, was du aus deinem
Mund rauslässt, ist niveaulos. Ich weiß nicht. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Hey, ich hab doch nichts Niveauloses gesagt! Wahrscheinlich hast du auch deine Publikum. Oh, jetzt ist das eine Anspielung, dass ich irrelevant bin, oder was? Kann man sich nicht wundern, warum sind die Kinder so asozial geworden. Chat, ich habe euch immer gesagt, ihr sollt euch alle benehmen und mit Anstand anderen entgegentreten. Ihr sollt nicht asozial sein. Was habt ihr schon wieder angestellt? Was habt ihr schon wieder angestellt, Chat? Dass hier gesagt wird, dass wegen mir die Leute so asozial sind. Die andere Sache ist, bitte. Sie nennt mich einfach Fettsack. Alles. Ich komme nicht drauf klar. Was ich gesagt habe, habe ich gesagt, weil ich bin eine Mutter. Einfach Fettsack! Wie kann das sein? Ihr könnt mich nicht verurteilen. Keine von euch ist Gott. Peinlich. Und jetzt wird schon wieder Gott hier reingezogen in die ganze Sache. Nein, jetzt werde ich langsam wütend. Wäre, wenn ich nicht meinen Mund aufgemacht hat, um meine Tochter unter Simon zu verteidigen. Das wäre cringe. Och nein, bitte nicht cringe. Definitiv. An alle diese Kommentaristen, Professionellen, wer in meinen Videos kommentieren und voll mit Hass und sich lustig machen über Eiko oder die sorglos, armes Kind, der hat im Internet nichts zu suchen, oioioioioi, der wird gemobbt, der wird... Macht euch keine Sorge. Meinen kleinen Sohn wollte dabei sein. Wegen Fame. Hm? Warum? Lächerlich. Das Einzige, was jetzt ein bisschen komisch ist, sie sagt, also wenn ich das jetzt richtig raushöre, geht es darum, dass viele Leute jetzt wegen dem Sohn, der im Video vorgestern, ne, in diesem Statement-Video, in Anführungsstrichen Statement-Video dabei saß, haben ja viele Leute das sehr kritisiert, von wegen, ja, der Junge ist jetzt nur dabei, um Fame zu sein. Denke ich eher weniger. Sie sagt jetzt, ja, der ist nicht dabei gewesen wegen Fame oder so und die Leute sollen aufhören, deswegen rumzuhaten oder so. Die Frage, die ich mich nur stelle, warum ist er jetzt bei den ganzen anderen Videos nicht dabei? Weil jetzt spielt, also seine Rolle ergibt überhaupt gar keinen Sinn in dem Ganzen. Die Frage, die sich alle Leute hier stellen, ja, also ich will jetzt nicht schon wieder irgendwas Falsches sagen und dann nachher hier wieder als Fettsack betitelt werden oder sonst was, ja. Aber die Frage, die sich jetzt mir einfach stellt, welche Rolle hat der Junge denn in dem Video gespielt? Weil er hat ja nichts bis auf 2, 3 Sätze gesagt. Was soll der denn da groß... Also, ich verstehe den Sinn nicht hinter der Sache. Vielleicht bin ich auch einfach nur dumm. Eure ganzen Kommentars. No me interesan. Keine Ahnung, was das heißt. Die netten Kommentare. Vielen Dank. Wie gesagt, auch ich muss viele neue Worte lernen von die Jungen. The Vault, ich danke dir für deinen 3-monatigen Sub und Jana, ich danke dir auch für deinen Sub. Junge Leute, ja, Digga, also paar kenne ich schon, Digga, Bro. Na? Was geht ab? Also ich krieg schon zu Hause auch, chill mal, Mama, chill mal. Bleib cool. Ja. Was gucke ich mir hier eigentlich an? Ich kann nicht cool bleiben, wenn ich solche Kommentare lese. Ehrlich, ihr seid alle letzte Scheiße. Wie ihr da. Hä, was sind die alle? Ehrlich, ihr seid alle letzte Scheiße. Wie ihr da. Was sagt die lustig Scheiße? Ja, aber warum sagt man sowas? Das verstehe ich nicht. Sie sagt, ja, ich möchte, dass die Leute mir mit Respekt entgegentreten. Das kann ich auch verstehen. Das ist auch wichtig, Leute, ne? Also ich sag's auch nochmal, es wird niemand im Internet beleidigt. Das macht man einfach nicht, Leute. Ihr beleidigt bitte niemanden im Internet, ja? So,
Aber wenn sie mit Respekt behandelt werden will, dann muss sie den ersten Schritt machen und das ist ganz wichtig und nicht anfangen, auch die Leute respektlos zu behandeln. Wenn ich hier anfange, meine Zuschauer zu triggern, ja, aus Spaß von wegen, ja, hier Geringverdiener-PC und alles, ne, da ist mir schon klar, dass irgendwie der 12-jährige Lukas aus seiner Ecke kommt und komplett ausrastet und Gitan, du Fettsack, du hast doch auch nur so viel Geld, weil die Leute bei dir donaten und ausrastet und alles, ja? Das ist mir dann auch klar, ne? Also, so wie man es in den Wald hineinruft, so schallt es wieder raus, ne? Eine hat gesagt, etwas mit Apfel und Stammfell von den Apfel fällt nicht von Stamm und sonst. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das bist du, wenn solche Kommentare hinterlässt. Dann weiß ich, wie deine Eltern dich erzogen haben. Zero Niveau. Nein, das kann man auch nicht sagen. Nein, nein, tut mir leid. Da muss ich aber auch gegen argumentieren. Man kann nicht immer sagen, nur weil sich jemand im Internet schlecht benimmt, dass gleichzeitig auch die Eltern scheiße sind, so ungefähr. Das geht nicht. Ja, ich sag jetzt einfach mal so, ich war früher auch ein ganz, ganz böser Junge und hab auch viel Unsinn getrieben. Und wenn meine Mutter das rausgekriegt hat, dann habe ich wirklich die ein oder andere Strafe bekommen, ja? Ich habe sogar schon mal den Mund mit Seife ausgewaschen bekommen, weil ich was gesagt habe, was meine Mutter dann irgendwo gehört hat und dann stinksauer auf mich war, ja? Deswegen, man kann nicht immer nur sagen, ja, die Leute, also, ne, weil das Kind irgendwie sich assi benimmt, sind automatisch auch direkt die Eltern total asozial, ne? Nada, no tienes ni inteligencia, viste. Gut, kann ich alles nicht mitreden, Espiritu Sante. Keine Beleidigung, so, Schluss. Amen. Macht euch keine Sorgen, der Eiko wird nicht in der Schule transalieren, weil in der Schule kann ich mitkommen. Im Internet kann ich nicht bei euch von der Okay, Tisch also hat so ein bisschen was von Chef Strobel oder wie? In der Schule kann ich mitkommen, dann wird man da richtig hier, ne, dann wird man richtig den Kleinen hier gegeben, oder wie? Das erinnert mich doch schon ein bisschen an Chef Strobel. Also, nee, da muss ich auch widersprechen, das ist auch nicht in Ordnung, ja? Wenn es in der Schule Probleme gibt, dann müssen die Lehrer das klären, ja? OnlyFans? Würde mich interessiert. Ich muss meinen großen Freund zum fragen. Also zu Hause, macht euch keine Sorge. Ich habe zu Hause auch der beste Kritiker, was in meinem Leben gibt, ist mein großes Sohn, der 16, fast 17 ist. Ich habe TikToks gemacht, hat mir Spaß gemacht gegen Corona-Seite. Okay, also hat sie doch TikTok gemacht. Jedes Mal, wenn ich getanzt habe, Mama, tanz nicht so. Also, es ist normal, dass man mit solchen Kommentaren rechnen kann, ist es nicht schlimm. Ich komme mit denen klar. Nur, es ist ein bisschen so viel geworden. Und ihr macht mich famos. Tut mir leid, ich kann nicht dafür. Ich habe nur ein Video gemacht, weil ich wütend sauer war, weil ihr alles erzählt über meine Tochter und ihr macht Reaktion, 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 Reaktion. Und in 0,0 habe ich fast 100.000 Aufrufe in meinem ersten Video. Ich danke euch, natürlich. Das war nicht meine... Ich verstehe es einfach nicht. Ich bin, also, ich verstehe den ganzen Sinn der ganzen Sache aktuell nicht. Sind die Videos jetzt dazu da, um die ganze Sache irgendwie so ein bisschen zu schlichten? Geht es jetzt um Aufrufe? Ich verstehe es einfach nicht. Ich blick da nicht mehr durch. Das geht hier von einem Thema zum nächsten. Alle warten eigentlich nur auf ein Statement von den betroffenen Personen. So, während die irgendwie, weiß ich jetzt nicht, hier tagelang am Schweigen sind, was ja auch nicht verwerflich ist, in der Zeit lädt jetzt die Mutter die ganze Zeit hier Videos hoch und jeder fragt sich, was zur Hölle geht hier eigentlich gerade ab? Bin ich der Einzige? Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich ja der Einzige, der da nur nicht durchblickt. Gibt es hier jemanden, der den Durchblick hat? Wenn ja, dann schreibt es mir ruhig gerne mal. Ich habe nämlich keinen Durchblick. Ich verstehe es einfach nicht. So machen. Oh Gott, was gebe ich mir hier?
Oh nein, Leute, muss ich das zu Ende gucken? Kann ich das nicht ausmachen? Oh nein, bitte! Nein! Was gebe ich mir hier? Oh Gott, oh Gott! Ich kann nicht, das ist so, oh Gott, das ist so Fremdschämen gerade. Oh nein, das tut so weh. Ich kann gar nicht hingucken, weil das so unangenehm ist. Ich habe gar nichts gemacht. Es ist einfach so unangenehm. Oh shit, Alter. Ach du Scheiße, ey. Nein, das ist einfach so unangenehm. Bitte lasst uns einfach gar nicht drüber reden jetzt. Bitte. Nein. Holy shit, ist das gerade unangenehm. Ist das gerade unangenehm. Ey, was habe ich mir hier angeguckt? WTF. Ich kann solche Videos... Nein, Leute, wir müssen aufhören. Wir müssen rausgehen aus diesem Content. Rumatra Trimax, Junge, wo habt ihr mich hier reingezogen? Ich will raus aus dieser ganzen Reaction-Geschichte. Holy shit, ihr wisst gar nicht, was ich mir hier gerade angetan habe. Ich will nie wieder von euch in sowas reingezogen werden. Lasst mich da je raus, ja? Ich werde hier auf YouTube von der Mutter von der Ellie irgendwie als Fettsack beschimpft, ja? Ich bin einfach hier in irgendwas reingeraten, nur weil ich bei diesem einen verdammten Video mitgemacht habe, Trimax. Wo hast du mich da reingezogen, Scheiße? Das war jetzt wirklich unangenehm. Das war einfach unnötig und unangenehm. Das hätte einfach nicht am Ende sein müssen.